Alle reden darüber. Vitamin D. Das Sonnenvitamin, sagt man ja auch, ne? Das Sonnenvitamin D. Stimmt. Und bei Sonnenschein kann unser Körper es sogar selbst herstellen. Wie Zauberei eigentlich. Und was es alles können soll. Vielleicht ist Vitamin D gut für die Sonne im Herzen. Ich weiß, dass es wichtig ist für die Knochen, also gerade bei kleinen Kindern zum Beispiel. Hilft gegen Depressionen. Für die Seele ist sicher auch gut. Dass man das Licht in sich trägt und nach außen strahlen kann. Nicht schlecht. Aber was wissen wir wirklich über das Wundervitamin? Also es ist schon ziemlich erschreckend. Mein Vitamin-D-Spiegel liegt bei 16 Nanogramm pro Milliliter. Und das ist viel zu wenig, denn der Normalwert wäre bei 30. Also, meine Aufgabe für heute, irgendwie Vitamin-D tanken. Und das ist unser Platz 2. Wie füllt man seinen Vitamin-D-Speicher? Obst und Gemüse essen. In gesunden Nahrungsmitteln ist, glaube ich, überall Vitamin D enthalten. Ja, Licht. Licht. Der Mensch braucht Licht. Möglichst bei jedem Wetter an die frische Luft gehen. Nackig machen und dann nach draußen. In die Sonne gesetzt, Kaffee getrunken, Gesicht einmal in die Sonne gehalten, geht's mir gleich viel besser. Genau. Denn nichts lässt den Vitamin-D-Spiegel so sicher steigen wie ein Sonnenbad. Wie viel Sonne, das hängt vom eigenen Hauttyp ab. Wer rote oder blonde Haare und helle Augen hat, ist Typ 1 und darf maximal 5 bis 10 Minuten ungeschützt in die Sonne. Tim liegt, wie viele Norddeutsche, zwischen Typ 2 und 3. Relativ helle Haut, Augen in diesen Farben und mittlere Haartönung. Er bekommt nach 20 bis 30 Minuten einen Sonnenbrand. Typ 6 mit dunkler Haut, Augen und Haaren hält es bis zu 80 Minuten in der Sonne aus. Trotzdem gilt, lieber kurz und regelmäßig als einmal lange braten. Der Körper produziert ohnehin nicht mehr Vitamin D, als er gerade braucht. Im Sommer reicht es, Gesicht, Hände und Arme ungeschützt für 5 bis 15 Minuten in die Sonne zu halten. Am besten zwischen 11 und 15 Uhr. Ein Spaziergang in der Mittagspause lässt den Spiegel schon steigen. Aber lässt sich nicht auch ohne Licht Vitamin D tanken? Schließlich leben auch im hohen Norden Menschen, die dieses Vitamin brauchen. In Grönland ist die Sonne das ganze Jahr über nicht stark genug. Trotzdem schaffen es die Inuit, mit ihrer traditionellen Ernährung genug Vitamin D aufzunehmen. Fetter, Fisch und Robbenleber enthalten relativ viel davon. Daneben Lebertran. Das ist Fischöl, zum Beispiel aus Kabeljau oder Dorschleber. Je nach Marke reicht ein Esslöffel bis ein Schnapsglas für die volle Dröhnung Vitamin D. Damit wurden bis in die 1960er Jahre viele Kinder gequält. Eine Tagesportion Vitamin D entspricht 2 bis 3 Avocados, 1 Kilo Champignons oder 22 Litern Milch. Das ist unrealistisch. Hier den Vitamin-D-Spiegel mit Nahrungsmitteln zu decken, das ist unmöglich. Sie kennen ja meinen schlechten Wert, ne? Also, Sie haben mit 16 einen verdammt niedrigen Spiegel. Das haben wir selten. Unter 30 sollte der nicht sein. Der sollte also deutlich über 30 sein. Und den muss man schon medikamentös anheben. Das schaffen Sie sonst nicht. Wie wichtig ist denn Vitamin D jetzt tatsächlich? Kann ich nicht auch ohne oder mit meinem schlechten Wert einfach gut weiterleben? Naja, wir Menschen sind in unserer Entwicklungsgeschichte schon ziemlich viel gewohnt. Wir mussten also mit ziemlich harten Bedingungen umgehen. Und Vitamin D-Spiegel in Ihrem Bereich, die kann man gut überleben. Es kann sogar noch ein bisschen tiefer gehen. Aber es ist die Frage, wie bei einer Pflanze, dem Sie schlechte Nährstoffbedingungen gönnen, dann wächst die einfach schlechter. So ein Löwenzahn zwischen 2 Steinritzen wird nur so groß. Aber wenn Sie in einer saftigen Wiese haben, wird er so groß. Und das hat nachher Auswirkungen auf Ihre Knochengesundheit beispielsweise. Aber die macht sich erst bemerkbar, wenn Sie nachher 70, 80 sind. Statt Sonnenbaden oder spezieller Ernährung einfach eine Tablette einwerfen. Immer mehr Menschen schätzen diese bequeme Art der Vitamin-D-Zufuhr. Verkauften Apotheken 2012 noch 6,9 Millionen Packungen, waren es 2014 schon 10,4 Millionen.
ein Anstieg um 51%. Goldene Zeiten für die Pharmaindustrie. Doch wie kommt das Vitamin D eigentlich in die Tablette? Die Menge des Vitamin-D-Gehalts in den Pillen wird in internationalen Einheiten, kurz IE, angegeben. Und in den Tabletten steckt ziemlich viel. Zum Vergleich, 11 Eier haben nur etwa 640 internationale Einheiten des Vitamins. Aber woher kommt das Vitamin-D in den Pillen? Genau, von Ihnen. Die Pharmakonzerne weltweit sind auf Schafe angewiesen. Keine Sorge, dafür geht es Ihnen nicht an den Kragen, aber ans Fell. Das Geheimnis ist ein besonderes Fett in der Schafswolle, Lanolin. Ein Sekret aus den Talgdrüsen des Schafes, das die Wolle wasserabweisend macht. Man nennt es auch Wollfett oder Wollwachs. Es war schon im Altertum bekannt als Mittel gegen trockene Haut. Das Wollwachs hat verglichen mit vielen anderen Naturprodukten eine sehr hohe Konzentration von einem von den wertvollen Rohstoffen und Vorstufen für Vitamin D. Und dementsprechend geeignet es sich auch für industrielle Herstellung von Vitamin D. Das Fett wird mit UVB-Licht bestrahlt und so entsteht Vitamin D. In hochkonzentrierter Form, zu stark für Tabletten. Um es zu strecken, werden Öl, Wasser und Zucker dazugegeben. Dann wird das Ganze getrocknet. Zum Schluss kommt Stärke dazu und die Mischung wird in winzige Kügelchen gepresst. Die haben gerade mal einen Durchmesser von 0,3 mm und enthalten das Vitamin D in sehr kleinen Mengen. Je nach gewünschter Dosis der Tablette wird die entsprechende Anzahl von Kügelchen abgemessen. Enthält sie wenig Vitamin D, gibt es das Mittel rezeptfrei. Für hochdosierte Tabletten muss der Arzt sein Okay geben. In Drogerien kann man Vitamin D-Produkte oft als sogenannte Kombipräparate kaufen, denen Magnesium, Calcium oder Zink beigemischt ist. Wir wissen, dass Zink in höheren Dosierungen auch Probleme machen kann. Das heißt, wir haben eben auch Probleme bezogen auf die Nierentätigkeit. Wir haben Probleme, die eben auf den Magen gehen können. Und insofern würde ich immer dazu raten, wenn es um Vitamin D geht und die Notwendigkeit tatsächlich auch Vitamin D einzunehmen besteht, immer nur Monopräparate, also Präparate, die nur Vitamin D enthalten, auch zu geben und einzunehmen. Dazu kommt, die Produkte enthalten sehr unterschiedliche Mengen von Vitamin D. Wie viel soll man da nehmen? Und wie viel ist zu viel? Was eine Überdosis Vitamin D bewirken kann, haben ein Vater und sein Sohn 1999 in Amerika getestet, allerdings unfreiwillig. Versteckt in einer Zuckerdose bekamen die beiden über ein halbes Jahr lang viel zu viel Vitamin D verabreicht, aufgelöst im Morgentee. Die Folgen? Übelkeit, Fieber bis hin zu Nierenversagen. Wer das Vitamin D unter den Zucker mogelte, ist bis heute nicht bekannt. Immerhin, als die Opfer das Mittel nicht mehr bekamen, wurden sie wieder gesund. Also man kann natürlich Vitamin D überdosieren, man merkt das aber relativ rasch. Man merkt es tatsächlich durch Übelkeit, durch Unwohlsein, Magenbeschwerden und dergleichen. Im Grunde genommen sind selbst die höchsten Dosierungen, die wir bei uns empfehlen, noch um das Zehnfache zu übersteigen und zu übertreffen, wenn es zu einer Vergiftung kommen soll. Nur wie viel Vitamin D ist gut? Das hängt davon ab, ob ich etwas vorbeugend tue oder ob ich etwas therapeutisch tue, das heißt einen Mangel ausgleichen. Wir wissen auch, Vitamin D hat Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln, die gerade auch bei älteren Menschen sehr häufig gegeben werden. Also zum Beispiel Herzmittel oder bestimmte Mittel, die bei Bluthochdruck gegeben werden. Insofern ist ein pauschaler Hinweis, ein pauschaler Rat an dieser Stelle völlig falsch. Ich muss immer auf den individuellen Fall gucken. Dennoch setzen einige skandinavische Länder und die USA ausgewählten Lebensmitteln vorsorglich Vitamin D zu, etwa bei Milch oder Orangensaft. Fast jeder bekommt so eine Extraportion, ob er sie nun braucht oder nicht.
In Deutschland darf Lebensmitteln Vitamin D nur mit einer Ausnahmegenehmigung zugesetzt werden. Sind Tabletten also doch die bessere Alternative? Für manche definitiv. Es sind vor allen Dingen erstmal die Kinder bis zum 18. Lebensmonat, die eben Vitamin D als Rachitis-Prophylaxe bekommen. Es sind ältere Menschen, die vorwiegend im Pflegeheim leben, bettlägerig sind, wenig mobil sind, nicht nach draußen können. Es gibt Menschen mit bestimmten Erkrankungen, die es therapeutisch benötigen, Osteoporose als Beispiel, Osteomalazie, Sonnenallergiker zum Beispiel, oder Menschen, die eben tatsächlich eben auch verschleiert gehen. Auch das ist ein Problem. Wer zu einer Risikogruppe gehört oder unsicher ist, sollte deshalb besser seinen Vitamin-D-Spiegel vom Arzt prüfen lassen. Der verordnet dann die richtige Dosis.